Hi, ich bin Michelle und um Sie nicht zu überfordern, sitze ich da, wo Ausländer immer sitzen, hinterm Steuer eines Taxis und stelle die Fragen, die Sie immer schon stellen wollten, sich aber nicht getraut haben. Hallo. Aber Sie sehen fremdländisch aus, ne? Fremdländisch? Wie fremden? Wo sind denn Ihre Wurzeln? Was denken Sie denn, wo Sie sind? Türkei? Türkei? Nicht Türkei, ne? Nee. Wo sind Türkei ist... Heute sind ja alle Syrer, ne? Ja, heute sind alle Syrer, aber ganz so südlich komme ich nicht her. Ich komme ein bisschen vom Mittelmeer, deswegen will ich auch ins Wasser. Grieche? Fast. Was haben wir denn noch? Mediterran. Italien. Fast. In Italien sind sozusagen die schlechteren von uns. Wir haben die schlechtere Küste. Wir haben die bessere Küste. Ah, Kroaten. Jawohl, Adria. Ja. Ja, noch nie. Wie sind denn so die Kroaten? Was ist denn so Vorurteil über Kroaten? In Deutschland. Weiß ich gar nicht, ob es bei uns so viele Klischees hier in Deutschland gibt. Die Jugos. Es gibt Jugos. Das Klischee, dass die Jugos die Jogginghose nach Deutschland gebracht haben. Ne? Dass quasi wir schuld sind, dass sich viele Deutschen im Alltag schlecht anziehen. Jugos sind schuld dran. Ja, mir haben das schon Deutsche vorgeworfen, dass wegen uns quasi die Jungs alle in Jogginghosen auf die Straße gehen. Die Deutschen sind so schlecht angezogen. Ja, ich weiß. Also ist auch so ein Klischee. Wenn du in die Schweiz gehst, dann sagen die Schweizer sofort, warum kann eigentlich in Deutschland ein Land so reich sein und gleichzeitig so schlecht essen und sich so schlecht anziehen? Boah, aber ganz ehrlich, die Schweizer sollen mal schön Klappe halten. Ne? Also auch richtig schlecht angezogen. Wissen Sie, wer gut angezogen ist? Wer? Italiener. Die Kroaten auch. Ja, Iraner. Aber die Kroaten sind ein bisschen pompös so. Ein bisschen mehr, ne? Ja, ja. Also es ist ein bisschen protziger. Ja. Fragen Sie sich jeden Tag, wo Sie herkommen? Nö, aber mich fragen permanent Leute, wo ich herkomme. Also muss ich mich immer wieder damit beschäftigen. Nö, ich stehe auch nicht morgens auf dem Mappen. Lass mal heute ein bisschen über meine Herkunft reden. Macht man ja nicht, das ist doch kein normales Gespräch. Aber wissen Sie, ich habe Sie auch gefragt. Das ist nur Neugier. Nee, ich finde ja eigentlich Fragen, wo man herkommt, ziemlich wichtig. Also, finden Sie gut? Ja, also... Schwieriges Thema heute, ne? Weiß man nicht so genau. Also kommt ja natürlich darauf an, wie man es macht. Man kann ja eben erzählen. So. Ich finde, das sind schon auch große Geschichten. Das sind tolle Menschen. Sind hergekommen, haben sich ihr Leben aufgebaut, haben Kinder, sind geblieben die Kinder, dann wollten die auch nicht mehr alleine zurück. Und es gibt eigentlich ganz schön viele Geschichten um diese ganzen Entscheidungen. Sind Pioniere. Ne? Kommen hierher, bauen sich ihr Leben auf, bauen ein Land mit auf. Ist nicht so einfach, ne? Ich weiß nicht, ob es irgendwo einfach wäre. Also ich denke immer, dass es viel wichtiger ist zu zeigen, dass die Leute total Kraft haben. Dass sie eben so eine Situation gemeistert haben. Die Amerikaner erzählen immer, boah, der amerikanische Traum. Ne? Wir sitzen dann immer da und sagen, boah, alles schwer. Ich denke immer, es war nicht einfach, aber die Leute haben ja wirklich viel draus gemacht. Das sind ja, ja krasse Erfolgsgeschichten. Aber wissen Sie, das sehen die Leute ja nicht. Für die sind wir immer die Ausländer. Das wird so bleiben. Das kriegen sie nicht raus aus den Köpfen von den Leuten hier. Wissen Sie, ich fahre so viele Leute den ganzen Tag. Das ist immer die erste Frage. Ah, wo kommen Sie denn her? Und ach, Iran und Tüdelüt. Immer das Gleiche. Ja, aber ich glaube nicht, dass die Frage, wo kommen Sie her, Sie zum Ausländer macht, sondern zum Inländer, der von woher gekommen ist. Ja, also das heißt ja nicht, dass wenn man von woher kommt, dass man nicht genauso hier ist. Also ich denke immer, die Geschichte kann man ja trotzdem erzählen. Aber jetzt sind Sie hier, sagt ja keiner, außer Idioten, fahr zurück. Ne? Also jeder will höchstens wissen, wie kommt es, dass du hier bist? Erzähl mir davon. Ja, was soll ich denn das? Vielleicht möchte ich das nicht erzählen. Dann erzählt man es halt nicht. Sind wir zu verkrampft geworden? Ich finde schon. Also ich habe halt lange in den USA gelebt und nicht lange, aber eine Weile. Und da hattest du so das Gefühl, oder Kanada eigentlich noch viel stärker, dass diese ganzen Communities viel selbstverständlicher sagen konnten, ich spreche Polnisch und ich spreche Englisch und es gibt in meinem Viertel einen polnischen Bäcker, da gehe ich total gerne immer noch mein cool. Zeug holen. Die machen aber das schon hier noch. Hier ist der Pole, der klaut. Und ja, genau, das meine ich halt. Wir haben das eben besetzt. Ne? Da der Ausländer, da klaut er. Nur wenn wir jetzt daraus den Rückschluss ziehen, dass wir einfach nicht mehr über Herkünfte reden oder über Geschichten, dann bleibt es ja bei diesen ganzen blöden Klischees. Ja. Also im Grunde brauchst du ja neue Geschichten. Und soll ich dir irgendwas noch sagen? Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf die Antwort, immer zu sagen, ich komme aus Waiblingen. Weißt du? Ich komme aus Schwäbisch Waiblingen. So. Das war was, wo ich schon mit 14 überlegt habe, wie kriegt man das so aus dem Lebenslauf? Ne? Geboren in Waiblingen. Schon super langweilig. Ja. Und dann wirst du später Autorin und denkst an die Leute, geboren in, was weiß ich, jetzt in Brooklyn und du so geboren Waiblingen.
Und jetzt, weiß nicht, also... Und jetzt? Jetzt sagen halt alle, ich soll nicht mehr sagen, ich komme aus Kroatien, aus Split, sondern jetzt soll ich noch sagen, ich komme aus Waiblingen, ich bin von hier, Thema beendet. Aber eigentlich finde ich es viel cooler zu sagen, ich komme aus Split, ich komme aus Kroatien, ich habe Teile verbracht hier, ich finde es doch ein Teil von meinem ganzen Leben. Ja. Warum soll ich jetzt bleiben bei geboren in Waiblingen? Sie machen es andersrum, ne? Ja, ich mache es andersrum. Ich finde es eigentlich gut. Also ich finde es total gut, wenn man Deutschland diversifiziert. Also wenn du aufhörst, die Geschichten zu erzählen, dann sehen wir plötzlich alle nur noch, du aus Bottrop, ich aus Waiblingen oder keine Ahnung, wo wir herkommen, weißt du? Dann sage ich immer direkt von Anfang an, bin Iraner. Ich finde es eigentlich auch gut. Ja, aber warum dann nicht? Muss ich mich dann wieder rechtfertigen, ne? Nee, musst dann, dich nicht. Gibt, ne, aber dann, wenn ich dann sage, ich komme aus Iran, dann sagen die Leute, dann mach doch im Iran was. Was bist du denn hier? Ja, du sagst, ich komme daher und bin jetzt hier. Ja, das Vergangenheit, Gegenwart, nicht. Zukunft. Ja, das verstehen die Menschen irgendwie nicht hier. Ich frage mich immer, ob wir viel zu viel Wert drauf legen, ob alle was verstehen. Weißt du, wer sind denn die Menschen, die nichts verstehen? In der nächsten Runde hast du ja Leute, die es verstehen. Warum haben wir immer irgendwie so eine Blase und einen Ball von irgendwelchen Leuten, die irgendwas nicht verstehen? Hm. Gibt es die wirklich? Nur weil du drei triffst, die was nicht verstehen? Ja. Also wir haben in Deutschland schon so ein Ding, dass wenn sozusagen 10 Leute schreien, also eine Gruppe schreit und die andere macht 1000 geile Sachen. War ja bei der Flüchtlingskrise so 2015. Hattest du 9 Millionen Menschen, die geholfen haben, dass man das schafft, was Angela Merkel gesagt hat. Hattest aber gleichzeitig 20.000, die marschiert sind und gesagt haben, Europa geht unter. Wen hat man gehört? 20.000, die marschieren. Und nicht 9 Millionen, die helfen. Also das sind so deutsche Absurditäten. Ist wieder so, wer sind denn die alle und die vielen, die irgendwas nicht verstehen? Was würden Sie, wen würden Sie denn wählen? Wen wählen Sie denn von den Leuten, die hier sind? Das weiß ich jetzt nicht, wen ich wählen würde. Ich bin Wechselwählerin. Also aber machen wir mal so, mal so. Ich mache mal so, ja. Also ich wähle oft aus Mitleid. Sie wählen aus Mitleid? Ja, ich wähle immer die, von denen ich denke, die brauchen, die sind nicht ganz so schlimm und brauchen die Stimme am meisten. Ah. Was arbeiten denn Ihre Eltern? Was haben die denn gemacht? Meine Eltern arbeiten am Band. Beide. Richtig, so richtig Fabrikarbeiter, ja. Und also das wir sind die, das haben die, das fanden die echt interessant, ja. Also die haben intern direkt ein paar so Fortbildungen gemacht und haben gesagt, wir wollen hier am Band, am besten Verpackungswesen, entspricht uns voll, ja. Haben dann noch ein paar Umschulungen bezahlt bekommen, ein paar Deutschkurse und haben gesagt, am Band gefällt es uns am allerbesten. Wir brauchen eigentlich viel mehr so Politik, die sagt, die erste Generation Gastarbeiter braucht mehr Rente, so eine Art Soli, damit sie gut hin und her fahren können. Boah, wenn das Bild-Zeitung morgen ist, ne, dann gibt es hier wieder Krawalle in Deutschland. Ja, wäre doch auch nicht schlecht. Weil wir haben ein Soli für Ostdeutschland. Wir brauchen jetzt ein Soli für die Migrantinnen und Migranten. Das macht keiner. Damit die sozusagen mit ihren Bussen regelmäßig rauf und runter können. Da sagen die doch die Rechten gleich wieder. Haben sie doch gleich Top-Thema für die AfD morgen. Ja, aber sind ja nicht nur alle Rechte in Deutschland. Außerdem gibt es ja eben... viele. Ja, aber es gibt... Also wissen Sie, wenn Sie sagen Soli für erste Generation, genau, Einwanderer, das wäre so mein Wunsch. Da werden Sie Soli, mal sehen, wie viele Leute Soli hier für die erste Generation Gastarbeiter. Und aus dem Soli bezahlen wir die Krankenhäuser, die Dolmetscher. Und wir bezahlen in Altenheimen notwendigerweise Dolmetscher, falls man die braucht. Und wir bezahlen Hin- und Herreisen der ersten Generation. Hm. So zweimal im Jahr können sich das erstatten lassen. Fände ich fair. Das wird morgen, wenn das ist, morgen Bild-Zeitung vorne und dann hat die AfD nochmal 10% mehr. Das verspreche ich Ihnen. Sowas darf man gar nicht sagen. Ja, da müsste man eben vorher sagen, so Deutschland ist ein Einwanderungsland und alle in der ersten Generation kriegen jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft. Und dann hätte man sozusagen ein paar Millionen Wähler mehr. Ja, ja. Und dann gleicht sich das wieder aus. Ja, so einfach, ne? Ja. Nein, die Leute haben Angst davor, dass hier zu viele Ausländer kommen. Die wollen unter sich bleiben hier, die Leute. Die sind doch schon lange nicht unter sich.